Das digitalisierteste Hotel ist unser Anspruch, einerseits uns von den ganzen Ketten abzuheben, aber eigentlich auch das Positive daraus zu gewinnen, dass wir noch mehr Zeit den Mitarbeitern mit den Gästen geben können. Bei uns geht es wirklich darum, den Mitarbeitern wieder Ressourcen zu geben, um mit den Kunden zu kommunizieren, mit den Kunden zusammen zu sein. Die Vorgabe bei uns war, dass wir gesagt haben, wir schauen die Guest Journey an. Wir haben dann einerseits geschaut, wo haben wir welche Touchpoints mit unseren Kunden, aber auch mit den Mitarbeitern. Wir haben die verschiedensten Schritte analysiert und haben geschaut, wo können wir die optimieren. Mit Oki haben wir jetzt wirklich ein Tool gefunden, wo die Mitarbeiter eigentlich ein bisschen entlastet, wenn es um das Upselling von Zimmerkategorien geht. In seinem Vorfeld können dort ganz klar schon die Gäste eine höhere Zimmerkategorie aussuchen, die kaufen. Meistens haben sie ja dann das Zimmer schon so gezahlt, darum ist es dann nicht mehr so viel Geld. Es sind nur noch vielleicht 20 oder 30 Franken, was sie eher gewillt sind. Also wir haben jetzt wirklich ohne Probleme 30 zusätzliche Zimmerkategorien-Upgrades verkauft im letzten Monat. Also ein riesen Erfolg für uns. Also wir haben jetzt wirklich die Flexibilität mit unserem cloud-basierten PMS, dass wir dem Kunden die Service bieten können, wo er immer das möchte. Das heisst, er kann selber mit dem Handy direkt aufs Zimmer gehen, nach einem strengen Tag und nachher wieder oben kommen. Er kann mit uns im Rezeptionsbereich bei einem Glas Schaumwein, also Zürcher Schaumwein, das Check-in machen auf dem Tablet. Er kann es klassisch traditionell an der Rezeption machen, wenn er wünscht. Oder sogar am Flughafen das Check-in gemacht haben, dass er eigentlich schon weiss, sein Zimmer ist bereit. Er kann direkt aufs Zimmer begleitet werden und muss sich um nichts mehr kümmern. Das Smart Room ist bei uns eine Positionierung. Es geht darum, mit dem Zimmer zu zeigen, was für Möglichkeiten das man dem Kunden bieten kann, die er daheim nicht mehr hat. In dem Smart Room haben wir die Möglichkeit, die Storen zu verstellen, wir haben das Licht zu ändern, wir haben die Musik, können wir drin machen, wir haben verschiedene Szenen, Power, Renew oder Relax. Das sind verschiedene Szenen, wo dann verschiedene farbiges Licht kommt, mit verschiedener Musik, also wo man sich ein bisschen vorbereiten kann, ob es jetzt am Abend in den Ausgang geht oder wenn man nach einem langen Tag zurückkommt, möchte man vielleicht ein bisschen relaxen und so hat man die verschiedensten Möglichkeiten. Chatbot ist bei uns jetzt gerade eingeführt worden. Also es geht nicht nur um eine Kommunikationsplattform wie ein Messenger oder wie ein WhatsApp, wo es einfach One-to-One oder Two-Way-Kommunikation ist, sondern es ist auch noch zusätzlich ein Roboter hinterlegt, der je nach Anfrage reagiert und uns ein bisschen Arbeit abnimmt. Wir haben jetzt gemerkt, durch die Cloud-Basierung, dass wir den Mitarbeitern einerseits iPods zur Verfügung gestellt haben, wo sie die ganzen Informationen haben über den Zustand der Zimmer, aber auch mit uns kommunizieren können. Das Beispiel ist zum Beispiel, wir haben einen Gast, der über den Chatbot ein Küssi bestellt, weil er möchte ein härtes Küssi oder ein Hiesenküsseli. Wir haben ja die Küssi-Menü. Das wird dann klar von der Rezeption sofort erfasst, durch den Chatbot erkannt. Zoe sagt noch Danke, es ist jemand auf dem Weg. Wir können es dann sofort eingeben im Hotel-Kit, wo ein Tool ist für die interne Kommunikation, wo dann das auf dem iPod von der Mitarbeiterin als Nachricht, Push-Nachricht erscheint. Und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter bringt dann sofort das Küssi aufs Zimmer. Mit GetLocal haben wir ein Tool gefunden, das eigentlich unseren Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, den Kunden viel grössere Auswahl zu bieten an Erlebnissen, an Ausflügen und könnte die aber auch in Lifetime buchen. Weil oft ist es ja, dass man eigentlich den Kunden aus Google oder irgendwo eine Alternative oder etwas anbietet, aber dann wie nicht das kann weiter umsetzen. Und mit GetLocal haben wir wirklich auch Events, die sonst nicht findbar sind, die Spezialevents sind, die sie dann gerade buchen können. Wir haben einen riesen Erfolg über das, weil eigentlich sehr viel das Gefühl hat, sie kommen dann einen personifizierten oder persönlichen Service über gegenüber einfach einer normalen Informationsplattform. Gehen die Digitalisierung, es bringt euch Kosteneinsparungen, es bringt euch mehr Umsatz und es bringt euch viel Spass, mit neuen Tools zu erleben.